Guter Hirte, wir müssen reden. Also so von Schaf zu Hirte, du weißt schon. Was der Grund ist, ich komme immer mehr und mehr in Erklärungsnot. Es geht um diesen Psalm 23. Die Leute, sie fragen mich, was hat dieser Psalm 23 momentan überhaupt noch zu sagen? Wo sind die grünen Auen? Was ist mit denen, die aus Angst vor Corona nicht mehr schlafen können? Die ihren Job verlieren und um ihre Existenz bangen. Ihnen mangelt es sehr wohl an ganz vielem. Wo sind das frische Wasser? Wo sind die erquickten Seelen bei den einsamen Menschen, die in Quarantäne sind? Bei den Menschen im Pflegeheim oder auch gerade bei dem Pflegepersonal? Wo bist du dort und wo bist du dort mit deiner Hirtenkraft? Wo bist du auch bei denen, die wirklich krank sind? Der Schreibtisch der Kinder beim Homeschooling und der Schreibtisch beim eigenen Homeoffice, sie werden wirklich zu Tischen im Angesicht unserer Feinde, weil die Situation immer unerträglicher wird. Aber wo bleibt dann der gute Hirte, fragen sie. Wo bleibt deine Versorgung? All diese Fragen, ich merke, dass sie auch etwas mit mir machen. Sie fangen an, mein Vertrauen zu zermürben. Klar, ich könnte jetzt ein paar kluge theologische Sätze sagen zum Vertrauenspsalm oder zum historischen Kontext oder zu einem altorientalischen Hirtenbild. Aber ich merke, das bringt mir momentan auch nichts weiter. Darum suche ich ja auch das Gespräch zu dir. Lieber guter Hirte, manchmal kommt es mir so vor, als ob wir umherirren wie eine Herde ohne Hirten. Getrieben von diesem Virus, der tatsächlich daherkommt wie der Wolf im Schafspelz. Nur ganz schwer zu erkennen. Oder eben geleitet von ganz vielen medizinischen Experten, von Politiker-Experten, die selber den richtigen Weg noch suchen. Weißt du, manche verlassen unsere Herde ja auch ganz bewusst. Als Schafskopf einer sentimentalen Hirtenromantik zu folgen, das ist eben nicht mehr ihr Ding, so sagen sie. Nun, bei so vielen Fragen werde ich auch nachdenklich. Und ich überlege, wo hast du mir geholfen und wo hat mir auch dieser Psalm 23 geholfen? Und mir kommen ganz viele von diesen finsteren Talmomenten in den Sinn. Als ich zum Beispiel am Sterbebett meiner Oma saß und mir die Worte von Psalm 23 gar nicht mehr so richtig einfallen wollten. Ich habe sie irgendwie dahergestammelt und doch habe ich gespürt, in dem Moment warst du da als guter Hirte. Oder in den Momenten, als ich verzweifelt war und ich nicht mehr weiter konnte. Und ich nicht mehr weiter wusste, da hast du mir Mut in mein Herz gegeben, nicht aufzugeben. Und das fühlte sich tatsächlich so an, als ob du mich im Angesicht meiner Feinde versorgst. Auch dass du meine Wunden heilst, mich salbst mit Öl, das gehört auch zu meinem Erleben mit dir dazu. Weißt du, ich erlebe mich nicht als naiven Schafskopf, wenn ich zu deiner Herde gehöre. Da erlebe ich so viel Unterstützung, gerade miteinander mit den anderen. Und du hast mir gerade im Miteinander mit den anderen gezeigt, was Freiheit des Glaubens bedeutet. Wie ich meine Selbstachtung vor mir nicht verloren habe, das habe ich erlebt. Und wie Nächstenliebe tatsächlich zu einem Leben am frischen Wasser führt. Mit dir habe ich gespürt, was Gutes und Barmherzigkeit in mir freisetzen. Guter Hirte, ich wollte dich darum bitten, auch gerade in dieser Zeit mir neue Hirtenkraft zukommen zu lassen. Also den Durchblick, den rechten Weg wirklich zu finden. Wir brauchen die richtigen Antworten auf die Fragen, die unser Vertrauen zermürben. Wir brauchen neuen Mut, nicht aufzugeben, egal wie finster unsere Täler auch gerade sind. Und wir brauchen etwas von dieser Trotzkraft, die in diesem und ob steckt. Weißt du, dieses und ob aus dem Psalm 23? Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Und ob Corona mich verrückt macht. Und ob das Leid so vieler Menschen mich entsetzt. Und ob ich selbst an meine Grenzen komme. Und ob ich bin unendlich geborgen. Und ob du bist bei mir. Und ob an dir, guter Hirte, halte ich fest. Danke für das Gespräch.